Eggenberger ist dort. Er hat Fragen aufgenommen, die heute im Verlauf des Tages und gestern über Internet gestellt worden sind. Simon. Guten Abend miteinander. Der Leser Andreas Kiriassou hat eine Frage an alle. Er möchte eigentlich nur zwei Zahlen hören. Und zwar, wie viel geben Sie persönlich für Ihren Wahlkampf aus? Und wie gross ist das Budget insgesamt für Ihren persönlichen Wahlkampf? Also, dann fangen wir auf der anderen Seite an. Folgende zwei Zahlen, wenn wir hören. Das handelt sich also nicht um Sätze, es handelt sich auch nicht um längere Ausführungen, sondern um zwei Zahlen. Wie viel geben Sie persönlich aus für Ihren Wahlkampf und wie gross ist das Budget insgesamt für den Ständeratswahlkampf? Felix Gutzwiller. Ja, ich würde sagen, für so einen Wahlkampf, wenn ich ihn jetzt mache, mit den Plakaten, den Inserat, müssen Sie so ungefähr 150'000 mindestens zusammenrascheln und zusammensammeln. Sie hat persönlich? Ich habe zum Glück einen grossen Freundeskreis, wo das geht. Ja. Das sind, ich würde sagen, 200, 250 Leute, das fängt an mit 50 Franken, 100 Franken und geht teilweise auch mal in den Ausgedon dort. Anders kann man das heute nicht machen. Ich finde das ein bisschen problematisch, aber es ist ja so, anders geht es nicht. Was mich selber anbelangt, muss ich sagen, mein grösstes Investment ist selbstverständlich meine Zeit, meine Energie. Mhm. Und das mache ich sehr gern und machen wir, wie wir alle, jeden oben. Das ist das, was eigentlich das ganz Wichtige ist. Aber Sie werden nicht sagen, wie viel das Sie persönlich in die Hand nehmen? Ja, das Budget ungefähr zusammengekratzt, ich würde jetzt sagen, vielleicht 10% oder so. Von diesen 150'000 Franken. Geht drauf auf Kosten, Webseiten. Also in beiden Zahlen wären 15'000 Franken, sagen wir, und 150'000 Franken. Für Ihnen, Diener, zwei Zahlen. Der Wahlkampf für den Ständerat wird bei uns Grünen-Liberalen gar nicht einzeln geführt. Wir machen einen Gesamtwahlkampf, Nationalratsliste und eine Ständeratskandidatur. Wir haben für den ersten Wahlgang versucht, etwa mit 200'000 Franken das Ganze zu machen. Wobei, das ist so schwer zu sagen, weil ganz ein Haufen auch individuell eben noch investieren. Man hat da gar keinen Überblick. Wir haben schon in den ganzen vier Jahren vorher immer müssen 10% von unserem Einkommen abgeben an die Partei. Das ist ein Teil davon, fließt jetzt auch wieder in den Wahlkampf. Und jetzt, wenn es noch einen zweiten Wahlgang gibt, ist das also noch ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich würde meinen, von meiner Seite zusammen, aber auch mit den Menschen, die mich unterstützen, wird das wahrscheinlich etwa 150'000 Franken sein. Und wie viel davon von Ihnen ungefähr? Das ist noch schwierig zu sagen, weil es kommt darauf an, wenn der zweite Wahlkampf kommt und es kein Geld mehr gibt, dann wird der Rest dann ganz von meinem Portemonnaie kommen. Okay. Maja Ingold. Ja, ich habe mal 20'000 der Partei gezahlt. Wir sind eine kleine Partei, die EVP. Und da kommt im Ganzen etwa 40'000 zusammen, wo dann eine Art Baukasten für Werbung zu machen, für alle Helfer aus der Partei sind. Das tue ich berappen und dann kommt wahrscheinlich etwa noch 50'000 dazu. Und von denen zahle ich auch 90% selber. Und ja, das ist es dann. Christoph Blocher, wie viel kommt von Ihnen? Also zuerst tue ich einmal billige Plakate und Inserate machen, dass das nur so wenig kostet, die ich gesehen habe. Also, ich habe zwei Komitees, ein überparteiliches, da zahle ich gar nichts dran an, die tun auch die Finanzen selber holen. Und, Wie viel haben die? Weiß es nicht, interessiert mich auch nicht. Die machen ja für mich Werbung. Dann haben wir das Kantonale von das SVP-Komitee. Das dürfte etwa in der Grössenordnung von 300'000-400'000 Franken liegen. Ob sie es noch aufstocken, weiss ich nicht. Dann macht Partei für Partei ins Rat, schweizerisch, kantonal, Bezirk, Gemeinde. Da weiss ich nicht, was das alles macht. Und Kandidaten machen interessanterweise Nationalratskandidaten selber. Das finanzieren sie selber. Ja. Wie viel das ich zahle am Schluss an Partei, das sage ich Ihnen nicht. Weil es ist relativ viel, aber ich weiss es auch erst am Schluss, wenn wir zu wenig haben. Balthasar Glättli, was ist das Budget? Das kann man auf meiner Webseite nachlesen. Ich habe im Moment Ausgaben von 85'040 Franken verplant. Und 12'000 davon weiss ich schon jetzt, dass ich es reingebe. Im Moment sind noch nicht alle Spenden so
drin, dass ich könnte sagen, sie steckt. Wenn der Rest noch übrig bleibt, dann ist es dann halt noch ein bisschen mehr, wo ich selber reingeben muss. Mhm. Urs Hani rechnet gerade im Stillen. Nein, ich muss nicht rechnen, ich weiß es sehr gut, aber ich glaube nicht alles, was da gesagt worden ist. ich habe ein Budget von rund 200'000 Franken, davon geht ein Viertel an die Partei. Die Hälfte muss ich selber zahlen, die Hälfte komme ich über. Das muss mir jetzt nochmal sagen, was sind denn die zwei Zahlen? Ich habe ein Budget von 200'000 Franken, ein Viertel davon muss ich der Partei zahlen und von diesen 200'000 Franken komme ich etwa die Hälfte über, das heisst etwa 100'000 und 100'000 muss ich selber zahlen. Thomas Hadecker. Ja, bei der SP wird der Wahlkampf zwischen Ständerat und Nationalrat nicht getrennt aufgeführt. Ich rechne, aber das ist eine Schätzung von mir, dass man gut 100'000 Franken wird brauchen für den Ständeratswahlkampf. Ich habe 10'000 Franken der Partei versprochen als Anteil. Ja, aber ich habe über die Jahre hinweg ja auch immer ein bisschen etwas abgeliefert. Ja, okay. Nochmal eine Frage aus dem Internet. Und dann melden Sie sich, wenn Sie auch noch eine Frage haben. Das mal eine Frage Simon. An die amtierenden Ständerätin. Wenn Sie wiedergewählt würden werden,